Ja, ich bin hier am Philipp-Meest-Platz in Kaiserslautern und will euch hier mal was zeigen, was man hier sehr gut erkennen kann. Wenn ich mich nämlich jetzt hier umdrehe, ist hier eine große Kreuzung und hier sieht man eine sogenannte Fahrradschleuse. Bei einer sogenannten Fahrradschleuse handelt es sich um eine verkehrliche Maßnahme, die eben dazu dient, vorne an solchen großen Kreuzungen wie dieser hier vorne Fahrräder abstellen zu können. Das heißt, wenn die Fahrradfahrer dann hier über den Radweg kommen an diese Stelle, dann können die sich da vorne positionieren und das erhöht eben die Sicherheit, weil dann besteht nicht die Gefahr, dass die Fahrradfahrer beim Überqueren der Kreuzung umständlich an den Autofahrern vorbeifahren müssen, sondern wenn sie eben dort vorne stehen, haben sie die Möglichkeit, als erstes vorzufahren. Deshalb ist diese Fahrradschleuse auch so markiert, dass es eben den Autofahrern nicht gestattet ist, darüber zu fahren. Das heißt, die Autofahrer müssen hier an dieser ersten Haltelinie stehen bleiben und nur die Fahrräder dürfen da bis zur zweiten Haltelinie vorfahren. Teilweise machen das aber die Autofahrer nicht, ja, sodass es für die Fahrradfahrer dann gefährlich ist. Was ich traurig finde, ist, dass man das in nur sehr wenigen Städten tatsächlich findet und das ist eine eher seltene Sache, weil eigentlich sollten an allen größeren Kreuzungen, wo auch Fahrradwege langlaufen, aber auch an allen anderen Kreuzungen eigentlich solche Fahrradschleusen existieren. Denn dadurch werden die Gefahren für Fahrradfahrer im Straßenverkehr getilgt. Diese Fahrradschleusen gibt es in mehreren Arten. Einmal so wie hier, dass eben nur durch die Haltelinien sie markiert sind. Man sieht aber auch immer mal wieder solche Fahrradschleusen, wo halt das komplett rot markiert ist. Auch nochmal, um das sichtbarer zu machen, so in diesem Rotton, in dem Radwege sonst meistens markiert. Tatsächlich beobachte ich auch immer wieder, dass manche Fahrradfahrer dann über diese Haltelinie drüber fahren. Und das finde ich saugefährlich. Und da sollte meiner Meinung nach auch entsprechend mehr geahndet werden. Weil dann hast du als Fahrradfahrer das Gefühl, du musst noch weiter vorfahren. Oder du schaffst es eben nicht, sicher über diese Kreuzung zu kommen. Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zum Thema Fahrradschleuse unten in die Kommentare. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr zu dem Thema steht und allgemein, ob wir in Kaiserslautern und anderen Städten insgesamt weiter bessere Fahrradwege benötigen. Apropos Philipp-Meest-Platz, über den Baum und auch den Platz habe ich schon das ein oder andere Video mal hochgeladen. Ich werde hier am Ende mal was zum Thema Philipp-Meest verlinken. Und ich hoffe, ich habe heute die 3 Minuten geschafft, denn das war natürlich mal wieder eine Folge von Raumplanung in 3 Minuten. Und jetzt wisst ihr, was eine Fahrradschleuse ist. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!